Einsatz für Team Delta. Auf einem Feldweg hat sich ein schwerer Unfall mit mehreren Jugendlichen ereignet. Wie schlimm, das lässt selbst der Notruf nur erahnen. Notruf, Leitstelle Köln. Ja, hallo, Frank Held hier. Ich bin hier mit dem Trecker über den Feldweg gefahren mit meinem Kumpel, die saß auf Hänger drauf, der ist umgekippt. Ich musste meiner Freundin ausweichen, die ist vom Fahrrad gestürzt und die ist am Kopf verletzt. Wie viele Personen sind verletzt? Bis jetzt nur meine Freundin, die anderen berappeln sich gerade wieder. Okay, alles klar, ich schicke ein Rettungsteam. Bleiben Sie dort, machen Sie sich bemerkbar und legen Sie jetzt auf. Dass sich dieser Unfall zu einem Großeinsatz für die Rettungskräfte entwickeln wird, ist für Notärztin Dr. Silke Konrad noch nicht absehbar. Doch am Ort des Geschehens bietet sich ihr auch jetzt schon ein chaotischer Anblick. Hallo? Hallo. Ich muss meiner Freundin ausweichen, die ist mit dem Fahrrad umgefallen. Und ich habe jetzt gesehen, mein Bruder liegt da unter dem Hänger, der ist umgekippt. Okay, wir haben okay, zwei Verletzte. Du hier, ich guck da. Guck. Ja. Kommt ihr bitte mal? Ja. Hallo. Ist hier. Hallo. Wie sieht's aus? Oh. Okay. Er ist eingeklemmt. Kommt er raus? Verstehen Sie mich? Hallo? Silke, ich brauche dich hier, der ist eingeklemmt. Du Schande. Könnt ihr euch mal kümmern? Okay. Erstmal Stiffneck dran? Ja, ich gucke mal. Einfach mal. Guck, verstehen Sie mich? Mal ganz kurz. Ja? Ja? Haben Sie Schmerzen? Bekommen Sie gut Luft? Er hat eine Fehlungsverletzung im Bauch, ist eingeklemmt. Ach, keine Ahnung, was jetzt genau ist. Ich schalte sofort Feuerwehr, zweiten RTW hinterher. Gut, sofort. Dann machen wir das jetzt so, du holst mir Monitoring. Ja, machst du komplett. Beatmung auch. Hallo. Leitstelle Köln für 2 NF1. Wer sind Sie? Machen Sie mal ganz kurz die Augen auf. Für uns war die Situation natürlich für den jungen Mann unter dem Anhänger liegend sehr dramatisch, weil wir sofort gesehen haben, dass wir ihn nicht hervorkriegen, weil eine Metallstange, die an diesem Anhänger verankert war, sich mitten durch den Bauchraum gebohrt hatte, sodass wir erstmal hier eine Primärversorgung unter diesem Anhänger durchführen mussten und wir auch sofort die Feuerwehr zur weiteren technischen Rettung nachbestellt haben. Machen wir das erstmal Stiffneck rum, damit wir erstmal alles hier stabilisieren. Gib mir dann sofort eine Sauerstoffsättigung. Ja. Die habe ich hier in der Hose. Wissen Sie schon irgendwas? Was ist denn hier überhaupt passiert? Wir müssen jetzt erstmal schauen, was jetzt los ist. Wissen Sie, was passiert ist hier irgendwie? Ja, also, meine Freundin ist mit dem Fahrrad vorne umgekippt und dann musste ich ausweichen und dann ist der Hänger auch in Schleudern geraten und umgekippt. Und ich habe den jetzt gerade eben erst hier liegen sehen. Ich weiß gar nicht, wie es passiert ist, dass er hier drunter geraten ist. Okay. Das ist mein Bruder. So, gib mir gleich Schere aufschneiden. Pass auf, den kriegen wir hier gar nicht mehr raus. Das ist eine Fehlungsverletzung. Ja, der hängt hier fest. So, dann machen wir ein kleines Monitoring. Erstmal alles aufschneiden. Die Situation war für uns relativ kritisch, weil wir den Patienten in einem sehr beengten Raum jetzt hier versorgen mussten. Auffällig war, dass er ein sogenanntes B-Problem hatte. Heißt, er hat kaum Luft bekommen, er hatte unter Atemnot gelitten, er hatte starke Schmerzen aufgrund dieser Fehlungsverletzung. Weißt du, was heute für ein Tag ist? Ach, keine Ahnung. Okay, wahrscheinlich eine retrograde Amnesie, ne? Was ist mit Lars? Ich musste Sarah ausweichen, weil die vorne umgekippt ist und wir sind hier ein bisschen gefahren und. Silke, Commotio, Unfallhergang unklar, kann sich nicht daran erinnern. Vital, stabil, Pupillen, Isochor. Den erweiterten Bodycheck machen wir gleich im Auto. Ich mache aber jetzt Spinebord. Ich mache auch ein Spinebord drauf. Stiffneck hat da drum. Alles klar, ich komme dann gleich nochmal. Ich kann jetzt hier, bin ich abkömmlich, okay? Kommen wir irgendwo dran, willst du machen? Oder wo willst du es machen? Schneid mir bitte noch mal eine Hand auf. Ich komme gleich zu Ihnen, ja? Lassen Sie uns erstmal kurz arbeiten, dann erkläre ich Ihnen alles gleich. Ja? Passen Sie kurz ein bisschen auf. So, wir haben abgeschwächtes Atemgeräusch auf der anderen Seite. Wir machen auch eine große Omegovigo. Lass uns jetzt erstmal Schmerzmedikation machen. Jawohl. Hier, Zugangsset, ist hier alles? Oh, das ist aber eine Mistsituation hier. Aufgrund der ausgeprägten Ateminsuffizienz, die wir hier vorgefunden haben, höchstwahrscheinlich bedingt durch einen Pneumothorax, bestand hier schon eine ausgeprägte Lebensgefahr. So, Infusion läuft. Jawohl. So, wir werden Ihnen jetzt was gegen die Schmerzen geben. Mhm. Ja, das macht jetzt ein bisschen schwindelig, dass Sie sich nicht erschrecken. Es kann sein, dass Sie damit mal einschlafen. So, gib mir bitte erstmal das Dormicum. Jawohl. Sag mal, wann kommt denn die Feuerwehr? Weiß ich nicht, ich kann ja noch mal nachfragen. Frag bitte noch mal nach. Ankommenszeit möchte ich gerne wissen. So, Ketamin erstmal. Wie lange braucht die Feuerwehr noch kommen? Der Jugendliche ist unter dem schweren Anhänger eingeklemmt. Eine Metallstange hat sich in seinen Bauch gebohrt. Dr. Silke Konrad befürchtet, dass dabei lebenswichtige innere Organe verletzt wurden.
Pass auf, wir haben hier eine eingeklemmte Person, Fehlungsverletzung, siehst du, wir kommen hier nicht raus, der hängt ja an diesem Stab. Er hat auf jeden Fall abgeschwächtes Atemgeräusch rechts. Ich mache jetzt gerade hier eine Thorax-Funktion. Okay. In diesem Moment treffen die Kollegen der Feuerwehr zur Rettung des Schwerverletzten ein. Doch solange sein Kreislauf instabil ist, können sie den Teenager nicht von dem umgekippten Anhänger befreien. Lass uns jetzt erstmal die Atmung sichern, bitte. Alles klar. So, pass auf, wir sitzen rein. Okay, fertig? Und? Ja, ist drauf. Okay, alles klar. Kommt. Kommt. Okay, also Doktor, kannst du uns irgendwas sagen? Moment mal. Ich bin gleich für Sie da. Also für uns bot sich an der Einsatzstelle ein leichtes Bild des Grauens. Der junge Mann, der unter dem Anhänger eingeklemmt war, hatte weiterhin eine Fehlungsverletzung im Bauchraum. Und dieser Stab, der dort im Bauchraum steckte, war fest mit dem Anhänger verankert. Okay. Hallo, rede mit uns. Scheiße, Sättigung geht runter. Komm. Ja, ich grad, komm. 86er Sättigung. Geht runter. Komm, Intubationsset, los, lass dich am Kopf. Fertig. Rausgehen? Nee. So, Scheiße, die Sättigung geht runter. Komm. Nee. Ja. Ich komme jetzt sofort. Ja, bleib uns dann nicht auf die Infusion. Durch. Vorsicht, hallo? Hallo? Komm. Wer ist der denn noch? Lars. Wissen wir nicht. Lars? Bleib bei uns. Hallo. Fällt mir nicht, komm. Intubation vorbereiten, achter Tubus, komm. Wir trennen das trotzdem ab. Komm, die Intubation kommt hier schon mal. Mach das alles ab, ist mir jetzt egal. Erstmal Atemwege sichern. Aufgrund der Tatsache, dass die Sauerstoffsättigung immer weiter sank, habe ich mich auch entschieden, hier eine Intubation durchzuführen, sowie eine Crashrettung, sodass wir den Patienten sofort unter diesem Anhänger hervorziehen konnten. Crashrettung. Alles klar. Und komm, gib Gas jetzt. Intubation ist soweit fertig. Und nach hinten hier den Monitor mal weg, den Monitor weg. Das ganze Zeug weg hier. Ich halte die Stange fest. Also ich hab hier. Ich auch. Hast du den Beutel? Ja, okay, alles klar. Bereit? Seid ihr fertig? 1, 2 und 3, raus da! Nochmal. Aus, noch mehr. Noch 1, 2, 3. Das reicht noch nicht. Noch ein bisschen. 1, 2, 3. Und raus. Okay. Alles klar. Alles klar. Warte, hab ich. Ist noch. Hallo? Drainage ist noch. Die Sättigung ist immer noch nicht gut. Tubus! Tubus! Die Jugendlichen waren auf Spritztour mit dem Traktor unterwegs, als der Fahrer plötzlich seiner Freundin ausweichen musste, die vor ihnen mit dem Rad stürzte. Dabei kippte der Anhänger um und hat den jüngeren Bruder schwer verletzt. Die Polizei und die Mutter der beiden Brüder sind bereits vor Ort. So, wie sieht's aus hier bei euch? Also hier der Traktorfahrer ist ja so. Ganz genau. Wir haben hier auf jeden Fall eine Platz im Armut. Ja. Ansonsten tief einatmen bitte. Ansonsten der rechte Unterarm, wahrscheinlich wohl eine Fraktur. Ja. Becken ist frei, DMS, eine Beine, alles in Ordnung. Lungen frei, hat wahrscheinlich auch eine retrograde Amnesie. Okay. Ist zeitlich örtlich nicht orientiert. Okay, also macht ihr gleich im Auto einen Bodycheck. Ich gucke, dass ich ein Bett für euch. Wir werden jetzt noch einen Zugang legen. Gut, ich gucke dann, dass ich ein Bett gleich für euch finde, dann sage ich euch Bescheid. Ne? Okay, alles klar. Na gut, kannst du uns auch noch mal kurz Also ich weiß auch noch nicht so genaueres. Genau. Ich will das jetzt auch erstmal herausfinden. Ja, ich habe angerufen. Ja. Was ist denn genau passiert hier? Wir sind hier mit dem Trecker gefahren, ich und meine Freunde. Und meine Freundin hatte da keine Lust drauf. Wir haben uns den Trecker von unseren Eltern genommen. Und ja, Mensch, Frank, aber ich habe euch verboten, den Trecker zu nehmen. Papa und ich haben es euch immer verboten. Also, dein Bruder liegt da jetzt in Lebensgefahr. Was soll das? Ja, ich darf den Trecker überhaupt fahren. Nein! Wir haben uns den Trecker von unseren Eltern einfach genommen und sind damit, wollte damit ein bisschen rumfahren. Meine Freundin hatte da keine Lust drauf und ist mit dem Fahrrad vorgefahren. Und dann irgendwann hat sie uns dann überholt und dann ist sie ausgewischt, also hat mir noch gewunken und dann hat sie irgendwie geschluckt. Nein, gar nichts. Wie ist er denn jetzt da drunter gekommen? Ich musste ausweichen. Weil sie gestürzt ist, musste ich ausweichen und dann ist der Hänger umgekippt. Und dann, ist er einfach. Dann ist der Anhänger umgekippt. Ja, ist der Anhänger umgekippt, weil ich ausweichen musste hier über das Feld. Und dann. Und die anderen drei Personen, die drauf waren, sind nicht verletzt. Denen geht's gut, so wie es aussieht. Aber und er ist runtergefallen und lag nicht drunter. Ja, mein Bruder und meine Freundin, ich weiß nicht, was ist. Ursache für die Verkettung dieser gesamten Umstände, die letztendlich zu diesem Unglück führten, war der Fahrradsturz einer Fahrradfahrerin, wodurch der Treckerfahrer ausweichen musste, ganz plötzlich auf den Acker. Für uns aber zunächst mal nicht erkennbar, warum ist diese Fahrradfahrerin gestürzt. Und das galt es hier näher zu untersuchen. Ich gehe mal eben noch mal hinten in den RTW, guck noch mal bei den Mädels. Noch mal zu euch wieder, ne, und sag euch da mal Bescheid. Und vielleicht kriege ich auch irgendwas noch in Erfahrung. Gut, aber wir gucken uns auch mal hier in der Gegend um, ob wir hier irgendetwas finden. Alles ne? klar, gut. Ja? So, wie sieht's aus bei euch? Also wir legen da jetzt einen Zugang. Ja. Der hat auf jeden Fall starke Kopfschmerzen. Ja. Hier ist übel.
Schmerzen am rechten Hand. Genau, wahrscheinlich wohl. Wir müssen mal gucken, was Frau Dr. Saffer vielleicht Schmerzmittel geben dürfen, weil das ist schon echt. Ich will sie schon ein bisschen entlasten von den Schmerzen. Bodycheck sonst soweit unauffällig. Wie gesagt, Becken, Beine, alles stabil. Wir machen jetzt ein Monitoring, nochmal Vitalparameter Zugang und gleich Schmerzmittel, wenn wir irgendwas haben. Okay, pass auf, ich gucke jetzt mal eben, dass ich ein Bett für euch kriege. Ich melde euch mal irgendwo an. Die verletzte Radfahrerin kann sich nicht erinnern, warum sie plötzlich ins Schlingern kam. Polizeihauptkommissarin Ingrid Hall vermutet, dass ein Hindernis auf dem Feldweg schuld an dem Sturz gewesen ist. Ich habe jetzt noch nichts rausgekriegt, müsst ihr gleich später gucken. Aber ich werde gleich nochmal rübergehen dann auch. Alles klar, okay. Ja, wir suchen noch weiter, ne? Radio muss runter hier, der Kopfteil. Achtung, stopp. Hier einmal hochmachen. So, das Ding weg. Also pass auf, sie ist hinten stabil soweit, hat allerdings Schmerzen, starke. Die Frage ist, ob du was freigeben würdest. Wenn wir den haben, dann mache ich hier noch einen Bodycheck, dann gehe ich rüber, dann gebe ich auf jeden Fall nochmal Schmerzmedikamente. Nachdem wir den Patienten jetzt primär versorgt haben und Gott sei Dank Kreislauf stabil bekommen haben, werden wir den Patienten jetzt in einem Schockraum in einer Klinik der Maximalversorgung vorstellen. Hier wird natürlich eine radiologische Diagnostik durchgeführt, aber auch eine sofortige chirurgische Intervention, um die Fehlungsverletzung zu beseitigen. Auch der Besitzer des Ackers ist inzwischen eingetroffen. Wie sich gleich herausstellen wird, ist der 38-jährige Landwirt an dem schweren Unfall nicht ganz unbeteiligt. Besitzer von dem Acker. Das denn, kannst du dich mal ganz kurz kümmern? So, was ist hier los? Also, Sie sind der Besitzer von dem Acker hier. Ja, das ist also, mein Acker. Sie sehen ja selber, dass es hier jetzt hier auf die andere Seite hat. Wir werden schauen, dass die Polizei das jetzt, dann können die das klären. Ja, ich kann Ihnen was erklären. Wir haben da hier die ganze Strecke abgesucht. Wir haben da hinten was gefunden. Das sieht aus wie Gülle. Und jetzt zeige ich Ihnen mal was, was wir da vorne gefunden haben. Komm, sehen Sie mal da. Überall liegt Gülle. Da hinten auch noch. Ne? Hier ist eine größere Fläche Gülle. Ne? Oh, scheiße. Ja, ist scheiße. Aber ja, nein, ich hab heute Morgen gedüngt. Und es war noch gefroren. Und ich dachte, ich hätte alles weggemacht. Die Schuld für diesen Unfall hat hier ein Landwirt gesetzt, der am heutigen Morgen mit seinem Traktor und mit seinem Anhänger Gülle auf seine Felder hat aufbringen wollen. Dabei hat er außer Acht gelassen, dass diese Gülle bei diesen Minustemperaturen noch gefroren ist. Auf dieser gefrorenen Gülle ist die Fahrradfahrerin dann ausgerutscht, hat dann diesen Unfall verursacht bzw. den Sturz. Auf dem Traktor saß ihr Freund, der hat natürlich seine Freundin gesehen, wollte ausweichen, ist aufs Feld gefahren und der Anhänger ist umgekippt. Okay. Kann ich irgendwas jetzt machen, um das irgendwie gut zu machen? Ja, Sie können jetzt was machen. Sie gehen jetzt mal ganz schnell nach Hause, holen Schaufel und Besen und machen die Straße hier sauber. Das ist das Wenigste, was Sie machen können. Wir werden auf jeden Fall einen Bericht schreiben. Ja, machen Sie das. Dann müssen wir mal gucken, wie das hier weiter ausgeht. Ne? Ich komme für alles auf. Es tut mir wirklich voll leid. Das nicht beseitigen der Gülle stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit Bußgeld belegt wird. Und zum anderen ist dadurch letztendlich ein Unfall verursacht worden. Das ist eine leichte, nicht mal vorsätzlich, sondern eine fahrlässige Körperverletzung. Gut. So, habt ihr noch was? Wir werden sonst wieder weg. Wir sind 86. Also, wir sind jetzt gleich abfahrbereit. Ich gucke jetzt noch die andere Patientin kurz an, ob da vielleicht noch ein Notarzt nachkommen muss. Aber hier ist im Moment alles stabil. Klinik am Südring ist angemeldet. Schockraum. Wir rücken wieder ein. Genau, alles klar. Danke. Ciao, euch auch. Der eingeklemmte Bruder des Traktorfahrers wurde notoperiert. Der Metallstab hat jedoch keine inneren Organe verletzt, sodass der 19-Jährige nach einer Woche das Krankenhaus verlassen konnte. Auch die gestürzte Radfahrerin ist mittlerweile wieder völlig gesund. Der Besitzer des Ackers muss sich vor Gericht wegen fahrlässigen Handelns verantworten.